Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 5. Februar 2024 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Einiges zu besprechen gibt es heute am Frontabschnitt Avdiivka. Wir starten zunächst südlich der Stadt in der Siedlung Perwomaiske. In den letzten 3 Wochen haben wir diesen Abschnitt regelmäßig besprochen, was am intensiven russischen Angriffsdruck lag. Auch in den letzten Tagen und Stunden unternahm die russische Streitkraft Bodenangriffe im südlichen Teil der Siedlung. Die Absicht der russischen Truppen war hier zunächst das vollständige Umfassen dieses Gewässers, also des sogenannten Ismailowski-Teiches. Es kam zu schweren Kämpfen zwischen der Infanterie auf beiden Seiten. Zum heutigen Tag können wir festhalten, dass dies der russischen Seite aber gelungen ist. Im Vergleich zum Vortag fällt in etwa dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Damit beträgt der russische Vorstoß in den vergangenen 24 Stunden etwa 500 Meter. Zum heutigen Tag kontrolliert die russische Seite etwa ein Drittel des Dorfes. Ein wesentlicher Teil bleibt in der grauen Zone. Diese wurde als Folge des Vorstoßes ebenfalls vergrößert, wobei in etwa dieser Bereich in die graue Zone fällt. Südwestlich der Siedlung behält die ukrainische Streitkraft einige wichtige Stellungen. Von dort aus werden die russischen Truppen in der Siedlung aktuell beschossen. Unklar bleibt der aktuelle Zustand an diesen 2 Waldstrichen. Zum aktuellen Zeitpunkt wissen wir nicht, wer dort aktuell die Kontrolle hat. Dementsprechend bleibt dieser Bereich weiter in der grauen Zone. Und damit springen wir auch schon in die Stadt Avdiivka. Aus ukrainischer Sicht erreichen uns auch heute weniger erfreuliche Nachrichten aus der Stadt. Das betrifft vor allem die nördliche Grenze der Stadt, wo seit Tagen Kämpfe toben. In den letzten Tagen gab es Spekulationen über ein russisches Festsetzen in den ersten Häusern der Stadt und heute haben wir eine Bestätigung dessen. Russische Truppen konnten sich erstmals im nördlichen Teil der Stadt festsetzen und das in der Nähe der Eisenbahnlinie. Die ersten Häuser an der Sapronowa-Straße stehen zum heutigen Abend unter russischer Kontrolle. Dazu konnten russische Sturmtruppen einige Waldabschnitte einnehmen, die in den letzten Tagen ebenfalls intensiv umkämpft wurden. Die Rede ist von diesem Gebiet westlich des Dacha-Gebiets. Außerdem ist nun das geschehen, was wir in den letzten Tagen schon vermutet haben. Die ukrainische Streitkraft hat das Gelände nördlich des Steinbruchs vollständig aufgegeben und sich dahinter zurückgezogen. Nach dem russischen Durchbruch im Dacha-Gebiet war es sinnlos, dort weiter Positionen zu halten und die ukrainische Militärführung hat beschlossen, die Frontlinie zu ebnen. Und auch dieses kleine Dacha-Gebiet ist nun vollständig unter russischer Kontrolle. Damit haben wir eine relativ große Korrektur an der Frontlinie. Im Vergleich zum Vortag fällt in etwa dieser gesamte Bereich von der grauen in die rote Zone. In russischen Militärkreisen wird dieser Erfolg natürlich gefeiert, wobei auf der ukrainischen Seite besorgt über die aktuelle Situation um Avdiivka berichtet wird. Kommen wir nochmal zum nördlichen Teil der Stadt. Die ukrainische Militärführung versucht zum aktuellen Zeitpunkt eine Verteidigungslinie hinter der Eisenbahnlinie zu organisieren, also in etwa entlang dieser Linie. Dieses Dacha-Gebiet ist zum heutigen Tag nicht mehr vollständig unter ukrainischer Kontrolle. Dort kommt es zu Gefechten einzelner Infanteriegruppen beider Seiten. Wahrscheinlich sehen wir hier bald einen vollständigen Rückzug der Ukraine hinter die Eisenbahnlinie, um dort eine vernünftige Verteidigung aufzubauen und die Russen am Überqueren der Eisenbahnlinie zu hindern. Währenddessen unternehmen die kampfstärksten ukrainischen Kräfte Gegenangriffe größeres Umfangs mit dem Ziel, die Russen vor allem von der Saprowna-Straße zurückzuwerfen. Zum heutigen Abend habe ich keine Informationen über einen wesentlichen ukrainischen Erfolg. Lediglich eine GoPro-Aufnahme eines ukrainischen Soldaten zeigt die Gefangennahme von 4 russischen Soldaten im Norden der Stadt. Wir warten auf Updates. In den nächsten Tagen sind Korrekturen zugunsten beider Seiten an diesem Abschnitt möglich. Der kritische Punkt an diesem Abschnitt und damit das primäre russische Ziel bleibt diese Kreuzung hier, also die Kreuzung der Industrialne Straße und der EO 0542 Straße. Gerade über diese Kreuzung wird die ukrainische Gruppierung in der Stadt, aber auch auf der Kokerei versorgt. Und damit hat sie eine überlebenswichtige Bedeutung. Es war offensichtlich, dass das russische Militär nach den Misserfolgen nördlich der Kokerei versuchen wird, diese südlich zu umgehen und damit die ukrainische Versorgung abzuschneiden. Bereits Anfang Januar haben wir darüber gesprochen und auch die ukrainische Seite war in der Erwartung verstärkter russischer Angriffe in diese Richtung.
Das russische Militär konnte nach etwa 3 Wochen umfangreicher Angriffe einen bedeutenden Erfolg erzielen. Die Entfernung der vordersten russischen Positionen zu dieser Kreuzung beträgt etwa 1 Kilometer, also von hier bis hierhin gemessen. Das ist zumindest der Stand zum heutigen Abend. Ukrainische Soldaten und Militärblogger vor Ort bestätigen das soeben Gesagte. Ein weiterer russischer Vorstoß in Richtung der Kreuzung wäre für die gesamte Verteidigung der Stadt mehr als kritisch. Auch an anderen Abschnitten der Stadt sind russische Sturmtruppen aktiv. An der N20-Straße zum Beispiel kam es in den vergangenen 48 Stunden zu schweren Kämpfen um dieses kleine Datscha-Gebiet und diese Stellung. Die russische Seite setzte in diesem Gebiet unter anderem mechanisierte Kräfte ein, was ukrainische Drohnenaufnahmen festhalten. Auch hier ist die Situation kritisch. Russische Quellen sprechen von der Einnahme dieses Bereiches. Die ukrainische Seite hält sich etwas zurück. Eine visuelle Bestätigung eines russischen Vorstoßes habe ich erstmal nicht. Die Situation wird also weiter geklärt. Ein ukrainischer Rückzug in den Wald scheint realistisch. In den nächsten Tagen sind Korrekturen an der Frontlinie möglich. Die russische Seite versucht hier schon seit Kriegsbeginn vergeblich die Filterstation westlich von Krutabalka einzunehmen. Das betrifft also diesen Bereich. Nun versucht die russische Seite verstärkt nördlich der Filterstation vorzurücken, um die ukrainische Streitkraft zum Rückzug aus diesem Gebiet und damit vollständig hinter die N20-Straße zu zwingen. Im Süden der Stadt kommt es ebenfalls weiter zu intensiven Kämpfen, erstmal ohne Veränderungen. Die meiste Kampfintensität wird vor allem nördlich der Siedlung Spartak registriert. Ansonsten Stellungskämpfe an der Saborner-Straße. Die Situation bleibt wie gesagt unverändert. Und damit springen wir nochmal an die nördliche Flanke. Dort unternahm die ukrainische Streitkraft einen Gegenstoß an der Eisenbahnlinie südlich der Stadt Oceretyne. Dieser ukrainische Angriff war erfolgreich, wie beide Seiten berichten. Als Folge dessen zog sich die russische Seite von diesen 2 Waldstrichen zurück und gab außerdem einige Positionen hinter der Eisenbahnlinie auf. Damit fällt im Vergleich zum Vortag in etwa dieser Bereich von der roten zurück in die graue Zone. Angesichts der russischen Bemühungen im Norden und Süden von Awdijiwka versucht die ukrainische Streitkraft an der nördlichen Flanke Druck auszuüben, um die russische Militärführung zum Verlegen weiterer Kräfte zu zwingen. Und auch die Siedlung Stepowe sollten wir nicht vernachlässigen, denn dort kommt es weiter zu intensiven Kämpfen. Allerdings hat die Intensität ein Stück weit nachgelassen, nachdem die russische Seite im Norden der Stadt ukrainische Schwäche verspürte. Es wurden minimale Veränderungen an der Frontlinie vorgenommen, die im Grunde unwesentlich sind. Ansonsten gibt es hier erstmal weiter keine Veränderungen. Bleibt natürlich interessant, wie sich die Situation in und um Awdijiwka entwickeln wird. Die ukrainische Seite ist in einer kritischen Situation, was auch von ukrainischen Militärs zugegeben wird. Es bleibt abzuwarten, ob die ukrainische Streitkraft die Situation im Norden der Stadt stabilisieren wird und eine vernünftige Verteidigungslinie an der Eisenbahnlinie aufbauen wird. Wir bewegen uns weiter in Richtung der Stadt Bachmut. Interessante Neuigkeiten gibt es heute von der südlichen Flanke der Stadt, wo seit Monaten um dieses in schwarz markierte Stellungssystem gekämpft wird. Ein ukrainischer Militärblogger behauptet, dass es ukrainischen Truppen gelang, die Russen vollständig von dieser Stellung zurückzuwerfen. Auch dieser Waldabschnitt soll wieder unter ukrainischer Kontrolle sein. Der aktuelle Frontverlauf soll in etwa entlang dieser Linie verlaufen. Das sind, wie gesagt, die Aussagen der ukrainischen Seite. Anderweitige Informationen habe ich aber erstmal nicht und deshalb kann ich das noch nicht bestätigen. In jedem Fall wäre das ein wichtiger Erfolg, was die Verteidigung deutlich erleichtern würde. Gerade dieser Bereich liegt auf einer Erhöhung und würde dem russischen Versuch der Eroberung von Klischiwka erstmal ein Ende setzen. Ich werde diesen Abschnitt auf jeden Fall weiter beobachten und in jedem Fall nochmal zurückkommen. Als nächstes gibt es noch, wie versprochen, einen Nachtrag zum ukrainischen Raketenangriff auf eine Bäckerei in der Stadt Lysychansk. Wie bereits gestern gesagt, wurden bei diesem Angriff 28 Menschen getötet, wobei wir davon ausgegangen sind, dass unter den Opfern höherrangige Okkupationsfunktionäre waren. Heute haben wir die Bestätigung dessen. Der Leiter des Ministeriums für Notsituationen der sogenannten Volksrepublik Luhansk war der prominenteste Gast dieser Geburtstagsfeier. Das bestätigte heute die russische Seite. Sein Name war Alexei Potelischenko. Er arbeitete schon seit 2014 für die Besatzer und wurde im September vergangenen Jahres befördert. Wie schon gestern angesprochen, hat wahrscheinlich irgendeine Person davon gewusst und die ukrainische Seite informiert. Beweise dafür gibt es aber weiter nicht.
Etwas westlicher unternahm die russische Streitkraft einen umfangreichen Angriff auf die Siedlung Bilochorivka. Der Angriff erfolgte westlich der Siedlung, also in diese Richtung. Insgesamt waren 4 Kampfpanzer, 2 Schützenpanzer und 2 Infanteriekompanien beteiligt. Die ukrainische Seite hatte lediglich 15 Mann, die ihnen entgegenstanden. Das behauptet ein ukrainischer Soldat. Er räumt außerdem den Verlust einer Stellung ein, nennt aber keine Details. Zeitgleich ist die russische Luftwaffe hier sehr aktiv. Die ukrainische Seite spricht von zahlreichen Fliegerbomben des Typs FAB, die auf die Siedlung fallen. Die russische Aktivität hat hier also wieder ein Stück zugenommen. Wir werden das weiter beobachten. Ukrainische Soldaten vor Ort melden intensiven russischen Angriffsdruck auch in Richtung der 2 Siedlungen Terny und Jampolivka. Die russischen Angriffe werden auch hier von der Luftwaffe unterstützt, wie ein Soldat berichtet. Der ukrainischen 21. Mechanisierten Brigade gelang es zusammen mit der 45. Artilleriebrigade, gleich mehrere russische Angriffe abzuwehren. Laut eigenen Aussagen verlor die russische Streitkraft eine Vielzahl an Infanterie und auch einige gepanzerte Fahrzeuge. Auch die nachfolgende Evakuierung verlief laut ukrainischen Aussagen verlustreich. Auf einer Drohnenaufnahme der 45. Artilleriebrigade ist die Zerstörung eines Kampfpanzers und zweier Schützenpanzer zu erkennen. Konkret in diesem Waldabschnitt irgendwo in der grauen Zone. Die graue Zone wurde als Folge dessen um ein kleines Stück erweitert. Es bleibt abzuwarten, ob die russische Seite sich an diesem Abschnitt festsetzen wird. Falls ja, dann wird es hier Nachkorrekturen geben. Und auch am Frontabschnitt Kupjansk unternimmt die russische Streitkraft weitere intensive Angriffe. Die ukrainische Seite berichtet vom Einführen von Reserven der russischen Streitkraft, die aktuell die Angriffe in der Region Dabajewka-Berestowe verstärken. Es werden gleich mehrere russische Angriffsrichtungen genannt. Die Situation ist aktuell unübersichtlich. Zum heutigen Abend gibt es erstmal keine Information über eine wesentliche Veränderung an der Frontlinie. Dementsprechend werden wir die Situation auch hier weiter genauestens beobachten und wahrscheinlich wird es auch hier in den nächsten Tagen Korrekturen geben. Westlich von Zrinjivka bleibt die Situation unverändert. Es kommt zu Stellungskämpfen zwischen Infanterietruppen auf beiden Seiten. Hauptsächlich im Waldgebiet ohne eine Veränderung an der Frontlinie. Das zur aktuellen Situation in der Ukraine zum 5. Februar 2024. Wenn Ihnen meine Zusammenfassung gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinem Kanal freuen. In der Videobeschreibung gibt es anderweitige Möglichkeiten, meine Arbeit zu unterstützen. Ich bedanke mich herzlich im Voraus. Und damit hören wir uns dann wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin einen wunderschönen Abend.